Die Cannabispolitik der letzten 10 Jahre ist gescheitert. Wir haben eine Verdopplung des Konsums, insbesondere auch bei Kindern und Jugendlichen, bei jungen Erwachsenen. Der Jugendschutz funktioniert nicht. Der Schwarzmarkt wird immer größer. Wir haben eine Verdopplung der Zahl der Drogentoten in den letzten 10 Jahren gehabt. So konnte es nicht weitergehen. Ich war jahrelang auch gegen eine Cannabis-Legalisierung, aber die Studienlage zeigt, wir brauchen hier ein neues Angebot. Daher ist heute beschlossen worden, dass wir Cannabis legalisieren für den Eigenkonsum. Es bleibt verboten für Kinder und Jugendliche. Wir werden einen besseren Kinder- und Jugendschutz einführen. Wir werden Anbauvereinigungen ermöglichen, sodass der Schwarzmarkt austrocknen kann. Wir rechnen damit, dass 75% des Schwarzmarktes zurückgedrängt werden können. Das ist dann natürlich auch ein wesentlicher Schutz vor anderen Drogen. Wir haben wichtige Verhandlungen mit den Ländern gehabt. In einer Protokollerklärung bin ich auf einige der Bedenken noch eingegangen. Insbesondere die Amnestieregelung ist eine bürokratische Belastung für die Länder. Aber das ist zu schaffen und die Justiz wird entlastet, weil es entfallen somit wahrscheinlich um die 180.000 konsumbedingte Delikte, die wir derzeit noch haben. Aus meiner Sicht eine überfällige Maßnahme. Ich bin froh, dass wir das heute schaffen konnten.